Er wird häufig als Vorgänger, als der Ursprung des Martinis bezeichnet, der Cocktail-Ikone schlechthin. Und er ist eng verwandt mit dem Manhattan. Wir machen heute den Martinez-Cocktail. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und wie so oft bei besonders alten Drinks ist der Ursprung des Martinez und auch sein Originalrezept Gegenstand vieler Diskussionen. Die eine Wahrheit aber heute ehrlich gesagt nicht mehr zu finden. Es geht bei diesen Diskussionen besonders um die Frage, welcher Gin der richtige ist. London Dry Gin, Old Tom Gin oder sogenannter Hollands, also Geneva. Aber auch um die Frage, ob und welche Bitters Verwendung finden, welcher Wermut der richtige ist und ob ein Likör und wenn ja, welcher hineingehören, ein Maraschino oder ein Orangenlikör. Auch zum Mischungsverhältnis aus Wermut und Wacholderschnaps gibt es unterschiedliche Angaben, wobei da meist der Wermut den größeren Anteil einnimmt. Man sagt dem Martinez nach, dass er eine Art Trendgetränk seiner Zeit in den 1860er und 70er Jahren war. Wermut war Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA populär geworden und der Martinez war wohl der erste Cocktail, bei dem nicht die Basisspirituose den Takt angab, sondern eben der Wermut. Erstmals schriftlich erwähnt wird er dann 1884 in O.H. Byrons The Modern Bartender. Dort werden zwei Manhattan-Rezepte aufgeführt, eins mit französischem Wermut und Zuckersirup und eine Variante mit italienischem Wermut und Orangenlikör. Der Martinez wird nur als ein Manhattan mit Gin genannt. Die Erfindung des Drinks wird oft Jerry Thomas zugeschrieben. In seinen Büchern taucht der Drink allerdings erst in der posthum veröffentlichten Ausgabe von 1887 auf, da als Variante mit Maraschino-Likör. Zudem war damals die Angabe von Quellen noch nicht üblich und so müssen wir festhalten, dass der Schöpfer des Martinez nicht sicher auszumachen ist. Bezüglich der verwendeten Spirituose ist mal von Gin, mal von gesüßtem Old Tom Gin und auch von Geneva die Rede. Dabei muss einem jedoch bewusst sein, dass Geneva häufig in den USA auch als Gin bezeichnet wurde und Mitte des 19. Jahrhunderts bedeutend mehr Geneva in den USA verfügbar war als London Dry Gin. Es wird daher angenommen, dass die ersten Martinez-Cocktails mit Geneva gemixt wurden. Heute ist aber vor allem London Dry Gin gebräuchlich. Das alles, also vor allem die verschiedenen Arten von Wacholder-Schnaps, die unterschiedlichen Wermut-Varianten und die verschiedenen Mischungsverhältnisse, das kommt einem dann sehr bekannt vor, wenn man sich intensiver mit dem Martini beschäftigt hat, um nicht zu sagen, eigentlich sind die Geschichten nahezu identisch. Es gibt sogar Thesen, dass Martini nur eine vereinfachte Benennung des Martinez war. Heute ist die Trennung relativ einfach. Ein Martini ist London Dry Gin und trockener Wermut als Dry Martini deutlich zugunsten des Gins gemischt. Ein Martinez ist Gin und süßer roter Wermut deutlich zugunsten des Wermuts gemischt. Mit genau diesem Übergewicht an rotem Wermut, aber mit einem Geneva, werden wir unseren Martinez heute zubereiten. Der Drink wird gerührt. Wir brauchen also unser Rührglas. Wir beginnen mit den Bitters. Davon brauchen wir zwei Dashes. Wer aufgepasst hat, hat jetzt gesehen, dass ich mit diesem Dasher vier Dashes hineingegeben habe. Das liegt daran, dass das ein sogenannter Japanese Dasher ist, wo einfach weniger herauskommt. Und die Bitters, die wir heute verwenden, sind die Bogart's Bitters von The Bitter Truth. Das ist eine Rekonstruktion der legendären Bogart's Bitters oder auch Boker's Bitters aus den Jerry Thomas Büchern. Ja, und die Kollegen von The Bitter Truth haben vermeintlich die letzte echte Flasche aus dieser Zeit gefunden und damit dieses Produkt rekonstruiert. So, zu unseren Bitters kommt jetzt Maraschino-Likör. Da brauchen wir den Jigger noch nicht, denn vom Maraschino-Likör brauchen wir einen Barlöffel. Jetzt brauchen wir den Jigger, denn von unserem roten Wermut brauchen wir 5 Zentiliter. Und von unserem Geneva 2,5 Zentiliter. Jetzt kommt Eis in unser Rührglas.
und wir rühren unseren Drink kalt. Dazu geben wir den Löffel innen an den Rand des Glases, lassen ihn dort entlang gleiten. Das Ganze wird so zwischen 30 und 60 Sekunden dauern, bis unser Drink ausreichend gekühlt ist. Ihr solltet beim Rühren darauf achten, dass das Glas immer wirklich gut mit Eis gepackt ist, dass die Würfel nicht in der Flüssigkeit rumschwimmen, denn sonst verwässert er zu stark. Deshalb gebe ich jetzt hier auch nochmal ein bisschen Eis nach. Und ihr wisst, dass der Drink ausreichend kalt ist, wenn das Glas beschlägt. Wenn das Glas außen kalt ist, dann ist es der Drink auch. So, wir schnappen uns unser vorgekühltes Cocktailglas. Wir schnappen uns unseren Strainer und wir seihen den Drink ins Glas ab. Als Garnitur erhält der Martinez eine Orangenzeste. Da können wir beim Abschneiden schon mal die Öle ein bisschen über den Drink geben. Ich schneide die schnell noch ein bisschen zu für die Optik. So, und dann geben wir noch die Öle aus der Schale über den Drink. Dann drehen wir die Schale ein bisschen ein. Geben Sie hier auf den Rand und ich habe für euch den Martinez. Ich freue mich aufs Probieren. Das ist ein wunderschöner Drink. Ja, so schön wie er aussieht, so klar wie er aussieht, so ist er auch im Geschmack. Wir haben zum Antritt die wunderbare Süße vom Wermut mit der trockenen Süße vom Maraschino-Likör, dann die Bitterkeit, die die Kräuter im Wermut mitbringen. Getragen wird das Ganze vom Geneva mit seinen Wacholder-Aromen. Das ist ein wundervolles Spiel aus süß, herb, trocken. Dazu die Orangenöle, die man intensiv in der Nase hat, obwohl sie ja wirklich nur auf dem Drink liegen. Das ist ein fantastischer Shortdrink. Eine wunderbare Erinnerung an die Zeit im 19. Jahrhundert, wie damals eben klassische Cocktails waren. Und ja, der Drink hat sich bis heute gehalten. Das ist sicherlich auch ein Zeichen seiner fantastischen Komposition. Ein Zeichen dafür, dass es einfach ein toller Drink ist. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich verlinke euch hier oben nacheinander noch das Video zum Manhattan Cocktail und zum klassischen Martini. Im Abspann findet ihr noch unsere Playlist zu klassischen Cocktails aus der Zeit. Ja, für heute sage ich danke fürs Zusehen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Ciao.